herzlich willkommen und schön, stopp, nicht wegschalten. Wir haben nämlich festgestellt, dass manche Leute nach vorne spulen, sich gar nicht alles angucken. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, wir würden mal gerne von Ihnen wissen, welcher unserer Berichte gefällt Ihnen denn am besten. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn Sie unten drunter einen Kommentar schreiben, welcher von unseren Berichten Ihnen am besten gefallen hat. Und jetzt kommen wir extra für Sie, extra heute zu einer richtig königlichen Sendung. Viel Spaß! Sie werden es nicht glauben, wir hatten königlichen Besuch auf AIDA Vita. Her Majesty herself war anwesend sozusagen. Und was ganz komisch ist, diese Prominenten sehen ja dann in echt ganz anders aus als im Fernsehen. Gucken Sie mal. It's very nice to be here. Welcome on board. Thank you. Your Majesty. Thank you very much. Welcome on board. And what is the occasion of this visit? I just came to see all the staff on this beautiful boat. Thank you. I had an afternoon off and thought it would be very nice to meet everybody. The Queen has an afternoon off and she came to see us. What a lovely surprise. And how many cabins do you have in Buckingham Palace? Do they have to be cleaned? Well, no, they're rooms. They're not cabins. They're not cabins, no. There's no... So look, and half of them aren't used, of course, so I don't even go in them to check the dust, no. Your Majesty, would you like to come to the bridge? This would be very nice. Come this way, yes. Ooh. Your Majesty. Good afternoon. Good afternoon. I'm very honoured to meet you. Oh, Your Majesty. A cucumber sandwich. Your Majesty. Oh, yes, must have cucumber, mustn't we? There we go. Thank you very much. And we cut off the crusts extra for you? Yes. As the way it should be? You mean you don't give ordinary passengers crustless bread? No, the ordinary passengers, they have to eat the crusts. I'm sorry, somebody has to eat the crust, Your Majesty. Yes. Thank you. And this, Your Majesty, is our wonderful pool deck. And here the guests can go swimming at any time of the day they like. It's lovely. No, no, it's the English edition. Yes, yes, yes. I just bought it, yes. Yes, yes, exactly. On a deck, yeah. Eine große Ehre. Ganz toll. Dass wir das erleben durften, toll. Schönes Kostüm. Toller Hut. Your Majesty, do you enjoy your stay? I've had a wonderful time. I've met some very nice people and you're in very safe hands with that lovely captain, I can assure you. I think the captain's taken a wee fancy to you, Your Majesty. Well, I'm quite willing to take him home with me, yes. Well, that's very nice. That's lovely. Thank you very much. A visit from the Queen. I'm quite astounded and I'm quite shocked and emotional. Your subjects, Your Majesty. One last wave. A noble queen, God save her queen. Und es geht gleich richtig königlich weiter. Eine unserer erfolgreichsten Shows ist die Queen Show. Und die war auf AIDA Stella wieder mal so erfolgreich, dass die Künstler sogar im Bademantel wieder auf die Bühne kommen. Gucken Sie mal. Liebe Gäste, gestern Abend bei uns im Theatrium hatten wir die Premiere von I Want It All, unserer neuen Rockshow hier an Bord von AIDA Stella. Es geht um Queen, es geht um Freddie Mercury und wir hatten einen fantastischen Abend. Hier im Theatrium, Standing Ovation, über 10 Minuten lang, selbst nach der Zugabe wollten die Gäste mich nicht mehr als Entertainment Manager von der Bühne lassen. Was uns dann dazu veranlasst hat, egal in was die Künstler noch an Klamotten zur Verfügung hatten, nochmal auf die Bühne zu holen. Now we have a big problem because they didn't let me go off stage, yeah? They said they want to see you again. Meine Damen und Herren, machen Sie Bilder. Das ist einzigartig, das sind die AIDA Stars! Aller guten Dinge sind drei, auch wenn es um königliche Themen geht. Deswegen hier noch der dritte Bericht. Queens of Piano waren an Bord. Zwei Damen, die zwischen Klassik und Rock wunderbare Musik und sehr unterhaltsam präsentieren. Gucken Sie mal.
Wir waren beide 6 Jahre alt, also schon sehr früh, so mit der Einschulung ging das los. Und dann kam erst die Musikschule und später das Konservatorium, dann Musikhochschulen. Und haben dann gemerkt, dass das ganz gut harmoniert. Und über die Jahre sind wir immer weiter zusammengewachsen und das ist mittlerweile jetzt das 4. Programm. Und wir haben eben tolle Arrangements für 2 Flügel. Also wir spielen zum Beispiel von Nirvana, Smells Like Teen Spirit, in coolen Arrangements. Kurt Cobain, der Sänger der Band, wachte eines Morgens auf und fand ein Graffiti an seiner WG-Zimmerwand. Und da stand, Kurt Smells Like Teen Spirit. Kurt riecht nach dem Geist der Jugend. Und es war seine Mitbewohnerin, die ihm das an die Wand gesprüht hat, weil sie eigentlich die Faxen dicke hat, dass er immer ihre Hygieneartikel mitbenutzt. Und das Schöne ist, wir haben das Deo da. Ansonsten haben wir zum Beispiel auch eine schöne Kreuzung. Wir spielen damit, dass wir klassische Musik gerne mit anderen Stilen mixen. Zum Beispiel Beethoven, die Ode an die Freude haben wir gekreuzt mit Pharrell Williams' Happy. Da kommen dann auch noch andere Instrumente zum Einsatz. Es ist eine sehr bunte Show, die wir machen. Es gibt ja so viele tolle Ziele, die man mit AIDA erreichen kann. Am besten gucken Sie mal in den neuen Katalog. Der ist wirklich wunderschön geworden. Es macht richtig Spaß, darin rumzustöbern. Ansonsten gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de. Da gibt es alle Informationen. Und jetzt für Sie die Verlockung der Woche. Bitte schön. Wir starten unsere Reise in Kiel und fahren als erstes nach Bergen. Danach geht es nach Florm und Olden. Wir machen noch Halt in Stavanger und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Kiel. Und zum Schluss wie immer die Bilder der Woche. Heute hinterlegt mit einer wunderbaren Musik von Elvis, gespielt von Wayne Morris. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und einen tollen Sonntag noch. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life through. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you.